Sternekoch, visionärer Querdenker und Ernährungsbotschafter, war 10 Jahre lang Koch unserer deutschen Fußballnationalmannschaft. Und wenn er eben nicht am Kicker steht, dann sucht er meistens nach den besten Lebensmittelalternativen. Wir sind zu Gast bei Holger Stromberg. 2 Minuten am Tag über das nachdenken, was du da oben reinsteckst. Und dann beginnt der spannendste Krimi deines Lebens. Und alleine durch diese 2 Veränderungen fällst du nicht in dieses typische Mittagsloch, in dieses Kantinenkoma. Dann hat der Mensch natürlich diesen gedämpften Brokkoli im Kopf, ja, und klar, dann kriegt er schon Angst, ja, und sagt, das schmeckt nicht, ich muss mein Fleisch haben, ja. Das ist völliger Quatsch. Gleich mal die Frage zum Fußball. Ist es dir jetzt im Rückblick eigentlich gelungen, deiner Meinung nach, unsere Fußballnationalspieler zu cleveren Essern zu machen? Die Spieler habe ich sicher, und das war auch mein Ziel, sensibilisiert für das, was sozusagen neben einer genussvollen Essensaufnahme noch so passiert, nämlich diese Energie, die du dann aufnimmst mit den Lebensmitteln. Und das war mir ganz wichtig. Und dazu muss man natürlich in Kommunikation treten. Und diese Zeit hast du halt, wenn du 6, 8 Wochen mit Spielern gemeinsam sozusagen durch die Welt turnierst. Und ja, ich denke, das ist gut gelungen und ich sehe das heute noch auf Instagram und überall, wo die Jungs posten, da ist schon viel Ernährung im Spiel. Und es war sicher eine Hammerzeit. Jetzt sind wir aber in deiner Veranstaltungslocation Couch in München, die sehr cool ist. Und ich denke, wir suchen uns einfach mal ein anderes, gemütlicheres Plätzchen. Später gerne. Dann natürlich die Revanche. Aber wir schauen mal in die Küche. Was hältst du davon? Bitte. Ja, los geht's, komm. Gab es denn auch Momente in deinem Leben oder Phasen in deinem Leben, wo du mit Ernährung, mit gewissen Lebensmitteln vielleicht sogar auch Probleme hattest und auch mal sagen musstest, naja, ich muss vielleicht was verändern? Na klar, also natürlich würde ich heute und setze heute viel, viel weniger tierische Produkte ein. Wir haben uns einfach so da hochgeschaukelt. Was ich als Kind gerne gegessen habe, würde ich eigentlich auch genauso wieder kochen, wie es damals dann mein Vater oder meine Großeltern und meine Großmutter gemacht hat. Aber ich würde es nicht mehr so häufig essen. Damals haben wir einfach anders gelebt, anders gearbeitet. Da waren die Menschen noch auf dem Bau, haben Zementsäcke geschleppt. Das ist ja heute fast alles durch Maschinen ersetzt worden. Wir sind mehr überwachen, wir machen mehr mit dem Hirn, wir müssen eben mehr Hirnleistung abrufen. Deswegen muss man die Ernährung einfach verändern. Da hat sich 40, 50 Jahre viel zu wenig getan. Ich würde fast sagen, gar nichts getan. Und das ist natürlich einfach nicht mehr zeitgemäß. Deswegen ja, viel mehr Gemüse, weniger Fleisch. Aber der Sonntagsbraten, das wird bei mir auch immer bleiben. Das ist einfach was Tolles. Aber mein Ziel wäre 5 Tage vegan und 2 Tage vegan. Was immer dein Körper und du möchtest. Du hast ja 5, glaube ich, Leitlinien. Und das ist ja eine davon, dass du sagst, hey, man muss auch nicht nur die richtigen Lebensmittel wählen, die einem schmecken, sondern man muss auch so ein bisschen in sich hineinhorchen und gucken, wie reagiert denn mein Körper? Welche Signale gibt der so ab? Welche 4 Leitlinien hast du noch außerdem auf sich hören, auf seinen Körper hören? Also einmal ist es die Balance, also diese Balance zu sich finden, ja, zu sagen, ich will einfach jeden Tag mein Glas Wein trinken oder auch 2, ja, dann tu es doch, ja. Aber du kannst auf der anderen Seite Balance finden, indem du dich bewegst oder indem du dich einfach besser ernährst mit den Lebensmitteln, die du in deinem Warenkorb schaffst. Dann hast du Flüssigkeitshaushalt, ganz wichtig, ja. Und das kann man, da kann man das richtige Wasser finden, das ist mal das Erste. Und dann das Zweite ist natürlich auch, diese Flüssigkeiten dann zu sich zu nehmen. Also nicht nur es zu haben, sondern auch zu machen. Über Ernährung, also über Melone, über Gurke, das geht auch über Lebensmittel. Aber natürlich sozusagen, indem du dir dein Trinken organisierst. Und das Allererste sollte einfach reines Wasser sein. Geht das auch einfach nur aus dem Getränkemarkt oder brauche ich da was Spezielles? Na, es gibt schon natürlich natürliche Quellen. Es geht nichts über die Natürlichkeit, wenn eine Quelle sozusagen das Wasser durch eigene Kraft ans Tageslicht befördert, ist das was ganz Gutes. Aber dann gibt es Riesenunterschiede. Ja? Und dann muss ich natürlich dieses Wasser in Glasflaschen kaufen. Ja? Nicht in Plastik oder PET oder was auch immer.
Denn es gibt immer, Wasser ist ein hohes Lösungsmittel, das heißt, das transportiert diese Dinge, die da drin sind. Jetzt haben wir über gesundes Wasser gesprochen, die Balance finden und das in sich hineinhorchen, was einem denn wirklich gut tut. Was sind die anderen beiden Leitlinien? Ja, eine ganz wichtige Leitlinie ist auch, achte deinen Darm. Ja, und da reden wir über faserreiche Lebensmittel, die man verzehren sollte. Also wir kennen das unter ballaststoffreich, man kann auch faserreich sagen. Das ist ganz wichtig. Wir reden über Fermentiertes wie Sauerkraut, natürlichste Sojasoßen, Fermentgetränke, Kombucha, was man sich selber ansetzen kann. Natürlich auch die klassische Buttermilch. Und das sind alles Dinge, wo wir unseren Darm und unser Mikrobiom nähren. Da arbeiten ja ganz, ganz viele Gesellschaften zusammen, dass wir gesund sind. Und wenn da was nicht stimmt, dann macht sich das definitiv bemerkbar. Und bei der Buttermilch muss man einfach schauen, wo kommt denn die Milch her? Wie hat die Kuh gelebt? Hat die Tageslicht gesehen? Durfte die Gras und Kräuter fressen? Und ja, da bin ich schon wieder im Demeter-Bereich. Aber gerade jetzt, weil du sagst, Milch zum Beispiel, ja, du kommst in den Supermarkt und mir geht es ja genauso, du hast ein wahnsinniges Angebot an Milch. Kann man es ganz einfach machen, indem du vielleicht sagst, kauft am besten nur Weidenmilch oder sowas? Da sind wir ja bei der fünften Leitlinie oder der für mich ersten Leitlinie, nämlich so natürlich wie möglich gewachsen. Die Produkte sollen eben so, wie es mal gedacht war, von der Natur entwickelt und produziert worden sein. Und das macht es so schwierig, weil natürlich so viele Namen da draußen und bunte Bilder herrschen mit glücklichen Schweinen drauf. Ich weiß nicht, ob das Schwein so glücklich ist, wenn es dann Schinken wird. Ja, also das sind natürlich viele Themen, die uns da ablenken und das sollten wir ausblenden, das Kleingedruckte lesen und Dinge hinterfragen. Also wirklich kommunizieren. Heute haben wir das Internet, da muss man nicht alles glauben, was da drin steht, aber man kann zum Recherchieren natürlich sehr, sehr gut benutzen. Aber das sind eben Dinge, da muss man sich ein Stück weit auf die Pirsch machen, aber es ist kein Hexenwerk. 2 Minuten am Tag reicht vollkommen aus, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Man kann auch mal einfach alle anderen Themen hinten anstellen und sich 5 Stunden damit beschäftigen. Das kann jeder steuern, wie er möchte. Ich sage mal 2 Minuten am Tag über das nachdenken, was du da oben reinsteckst. Mhm. Und dann beginnt der spannendste Krimi deines Lebens. Aber wo wir dabei sind, Olivenöl. Genau. Wenn du jetzt hier siehst, das sind eben Oliven, die wurden entsteint. Dadurch weiß man, dass der Polyphenolanteil hochgeht. Das regt deinen Stoffwechsel an, diese Bitterstoffe. Das sind die Polyphenole, die sind hier auch ausgeschrieben. Es gibt bei, findest du im Handel, kein einziges Öl. Denn das Wichtigste sind die Polyphenole, ja, und dann die Peroxide. Und wenn wir jetzt das vergleichen, da ist es auf dem Karton drauf gedruckt, von demselben Hersteller habe ich ein Öl, das hat über 600 Milligramm pro Kilogramm Polyphenol. Das ist deutlich bitterer, deutlich schärfer. Die Peroxide, die geben uns einen Hinweis auf, wo stand der Olivenbaum? An der Autobahn, in der Innenstadt oder auf dem Land, wo einfach alles noch schön sauber ist? So, wenn ich dir jetzt also eine Pasta koche, nämlich ein bitteres Öl, bester Güteklasse, schieb deinen Stoffwechsel an, ich koche die Pasta al dente, das heißt, die Kohlenhydrate werden erst später aufgespalten und alleine durch diese 2 Veränderungen, wenn ich jetzt noch ein gutes Salz ins Wasser gegeben habe, dann fällst du nicht in dieses typische Mittagsloch, in dieses Kantinenkoma, wo alle nur noch vorm Rechner sitzen und die Maus crawlen oder streichen. Habe ich auch nicht gehört. Sondern du bist fit. Also ist es doch dann eigentlich so, dass, ich meine, wenn wir jetzt, weil du gerade extra vergine gesagt hast, wenn wir jetzt Olivenöl kaufen, oder vielleicht die meisten, gucken sie drauf, extra vergine, italienisch, klingt gut, ist bestimmt lecker, ist alles gesund, weil mediterran und so weiter. Man hat da so gewisse Assoziationen. Wenn, wie die Italiener ja, da viel Weizen zu sich genommen wird, in Form von Nudeln und Weißbrot, ja, da wird ja dann viel gegessen. Und du machst dann, wie du jetzt gerade gesagt hast, hochwertiges Olivenöl dazu. Heißt das, ich kann diese entzündlichen Lebensmittel, wie zum Beispiel Weizen, auf meinem Ernährungskonto ausbalancieren, indem ich eben zum Beispiel hochwertiges Olivenöl nehme und dann wieder quasi in die Waage komme. Ja? Korrekt, das ist genau so. Und es kommt natürlich immer darauf an, wie war der Weizen? Wo ist der gewachsen? Was war es für eine Art? Ja, also wenn du dir sicherer gehen willst, nimmst du vielleicht eine Kammutnudel, ja, also ein Urweizen. Ich habe es nicht genau auf Lager, wie viel, aber es hat sich
das die Weizenchromosome, oder im Weizen enthalten sind die Chromosome, haben sich um 20 reduziert. Der Klebereiweiß wurde immer radikaler, also das Gluten, und deswegen haben wir oft die Probleme. Und was man auch bedenken muss, das hat jetzt mit der Nudel nicht viel zu tun, aber beim Brotbacken, lange Standzeiten. Wenn die Hefen und die Enzymen, die Mikroorganismen für uns vorarbeiten dürfen, dann ist das viel verträglicher. Also sollte man einen Teig, vor allen Dingen ein Vorteig, aber auch ein Teig, ein Brot in der Herstellung, mindestens eine Pizza, was auch immer, 48 bis 72 Stunden, also 48 Stunden wäre perfekt, und dann wirst du sehen, du isst ein riesen Pizzarad und kannst es super verdauen. Wenn ich dir jetzt zuhöre, dann ist es doch letztlich von der Botschaft so, dass du sagst, gesunde Ernährung ist einfach, aber auf der anderen Seite, man muss einfach schon ein bisschen was tun dafür. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ich kriege jetzt 3-4 Tipps und dann gehe ich in den Supermarkt und greife irgendwie das Produkt und dann bin ich gesund ernährt, sondern man muss einfach mal so einsteigen in dieses Thema und sich genauer beschäftigen, weil ansonsten funktioniert es nicht. Oder wie, ja, nur es ist ja ein sehr intimer Ort. Das alles, da stehen überall nur Labels drauf. Wenn ich jetzt sage, ihr kauft unbedingt dieses Öl oder dieses Produkt, die Firma wird verkauft oder der Kellermeister vom Wein wandert ab. Das ist eine Charge, das ist eine Produktion, eine Ernte. Da spielt die Natur eine Riesenrolle, da spielt jeder Handgriff eine Rolle. Das kann nicht immer gleich bleiben. Deswegen ist es wichtig, misstrauisch zu bleiben und trotzdem aber nicht ins Negative zu fallen, sondern es ist ja so positiv belegt, sodass wir Dinge schön probieren können. Wir können es ausprobieren und natürlich findest du dann Standards für dich neu. Du sortierst einfach jedes Produkt, stellst du immer wieder auf den Prüfstand und suchst für dich die bestmöglichste Haferflocke. Für dein Portemonnaie, für deinen Geschmack. Aber es gibt nicht die eine Botschaft. Es gibt gute Produkte, die muss ich auch nicht hinterm Baum halten. Die kann man den Menschen natürlich sagen. Aber was ich nicht möchte, ist, alle sagen, weil es der Stromberg sagt oder Mazda, das muss man jetzt nehmen, soll man das nehmen. Wie ist es denn bei dir zu Hause? Jetzt du als Sternekoch, der ja eigentlich vom Beruf wegen wahnsinnig viel in der Küche steht. Gibt es da ein bestimmtes System? Bist du sehr aufgeräumt oder total chaotisch? Ja, also die Frage lässt sich ja leicht beantworten. Ich bin sehr aufgeräumt. Ja. Ich mag einfach die Ordnung. Aber da gibt es, glaube ich, nur so oder so. Ich bin da sehr, sehr ordentlich. Das heißt, dein Kühlschrank sieht genauso aus, wie ich es gerade vermutet habe, extrem aufgeräumt. Das heißt, du schnibbelst alles schon und dann offenbar oder offensichtlich dann in Gläsern? Ja, schau, dann mache ich einen Teil ins Glas, einen anderen Teil vakuumiere ich, hält jetzt locker 3-4 Wochen, ja, weil ich meinen Kühlschrank nicht so häufig aufmache und normalerweise nicht so lang aufstehen lasse. Dann gebe ich, also kannst du das mal festhalten, ja, dann habe ich hier zum Beispiel eingeweichte Mandeln im Wasser, die man auch super vermixen kann. Hast du jetzt gehört, es zischt. Also du kannst eben auch mit einer Kammervakuummaschine die Luft aus dem Glas saugen. Und da kannst du jedes Gurkenglas nehmen, was du findest, mit einem Twist-Off-Deckel, das die meisten Gläser haben. Du kannst Marmelade endlich mit nur 30 oder weniger Prozent Zucker kaufen, nach jedem Genuss in die Maschine vakuumieren, hält. Könntest du jetzt in Kürze ein Gericht zaubern aus all diesen Zutaten? 10, aber wenn du eins willst, das ist das schwarze Reis. Ich drücke dir ein paar Sachen in die Hand, nimmst die Mandeln. Ein paar Kräuter vielleicht, ein Blumenkohl. Kannst du noch? Nein, wenn du nicht willst, dass da alles runterfällt. Genau. Ein paar Böhnchen, das wird ganz gut. Ne? Hier habe ich zum Beispiel Ofengemüse, das habe ich einmal gegessen, gleich mehr gemacht, den Rest vakuumiert, kann ich in 3 Wochen essen, wann immer es mir passt. So, Fleisch nehmen wir nicht, nehmen wir noch ein bisschen Würze mit. Was machen wir, einen Salat oder was? Und schauen wir mal, lass dich mal überraschen. Lachs, was ist mit dem? Ja, der Wildsaibling ist auch fertig. Bin ich gespannt, was du da rauszauberst. Du darfst auch den Fisch mal aus dem Ofen holen. Ja, genau, tu, nicht verbrennen. So, jetzt habe ich hier Wurzelgemüse aus dem Ofen, eingeweichte Mandeln. So, dann ein bisschen. So, wieder dieses Zisch, genau. So, jetzt rohen Blumenkohl kann man ja wunderbar eben roh essen. Ja. Oder ich kann den auch braten, ja, das geht dann schnell, je größer du die Oberfläche machst. Jetzt kannst du von dem roten Reis gerne was reingeben. Wenn ich meine Kräuter so aufhebe, auch vakuumiert, kleines feuchtes Tuch unten rein, im Glas, im Schraubglas, geht auch ohne Vakuum viel länger, aber mit noch länger, dann habe ich da 14 Tage Spaß.
So, gebe ich noch darf ich alles reinmachen, oder? Ein bisschen Geschmacksbringer. Das ist hier eben so eine Tomatenreduktion. Das nee, komm, es reicht schon. Passt, reicht, genau. Ein bisschen Tamari-Sojasauce, also die Originale, auch eigentlich in China entwickelt. Ja, ich habe noch keinen Essig oder so dran. Ich will auch nicht immer alles Essig sauer. So, schau mal, wie das ausschaut. Das kannst du jetzt kalt essen, das könntest du warm machen. Ja, schaut super aus. Sieht schon sehr, sehr lecker aus. Und jetzt hast du hier zum Beispiel den Lachs. Jetzt sagst du, okay, ich mag gleich einen Teil essen. Ja. Und machst einfach so ein bisschen, ne, Pulled Pork kennen alle. Ja. So, machst das da oben drauf. Wahnsinn, sieht schon super aus. Machst das in die Tupperdose, nimmst es mit nach Hause. Ich möchte es viel probieren. Also ja. Da sind in der obersten Schublade, ja. Genau. Da findest du Werkzeug. Werkzeug ist gut. Ich weiß, du kennst es schon, aber komm. Vorhin hast du gefragt, das sind Kornblumenblüten, die wachsen, das sind die Indikatoren für ein gesundes Feld. Schmecken nach nichts, finden sich aber im Tee und den Gewürzen wieder. Das Auge isst ja mit. Schön natürliches Blau. Kannst natürlich jetzt auch probieren. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ja. Und so wie jetzt wird es nie wieder. Eine Momentaufnahme quasi. Morgen hast du wieder irgendwas, einen Rest. Du machst Dinge, du probierst sie aus. Und wenn du natürlich irgendwann immer wieder das Gleiche machst, immer das gleiche Ritual, dann hast du irgendwann deine Rezepte, wo du sagst, jetzt habe ich einen Speise-, einen Ernährungsplan, der für mich gut ist, der für meine Familie super ist und der dann parat ist, wenn du Hunger hast. Wahnsinn. Eigentlich recht einfach, wenn man so sieht, ja, und vorgeführt bekommt. Aber trotzdem musst du darauf erstmal kommen. Vor allen Dingen das Ganze dann so aufgeräumt im Kühlschrank, das ist natürlich top. Es gibt noch eine Geschichte, Holger, die aussteht. Bis hierhin habe ich ganz viel dazugelernt, viel, viel Inspiration. Ich komme, glaube ich, auch bald mal zu dir in so einen Kochworkshop. Aber jetzt gibt es noch eine Sache, die wir erledigen müssen. Es steht noch unsere Revanche aus im Kicker. Deswegen lassen wir das jetzt mal stehen. Ja, ich bedanke und das fällt dir schwer? Das fällt mir schwer her. Ja. Beim Kickerspiel muss man mal gucken, wie es ausgeht. Aber vielen Dank für die Einladung. Gerne. Vielen Dank für all das, was du uns erzählt hast. Ich glaube, es war für alle wahnsinnig interessant. Und man kann es vor allen Dingen schnell umsetzen. Das wird ja zum Glück nicht kalt. Deswegen gehen wir jetzt dahinter und spielen nochmal ein Match. Machen wir das? Oje, oje, ja. Na ja, komm, los geht's. In der nächsten Folge der La Vita Stories treffe ich die Mama, Autorin, Unternehmerin, Influencerin und Fenchelkönigin Kathi Hummels. Mit ihr spreche ich über Ernährung. Ich bin fest davon überzeugt, dass man sich durch Nahrung und durch richtiges Essen selbst heilen kann. Fenchel hast du gar nicht so auf dem Schirm. Ihr Leben als Mama im Rampenlicht. War das echt mal so ein Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ey, ich kann irgendwie nicht mehr, ich brauche jetzt echt mal eine Pause. Und über Katze, Kuh. Boah, meine alten Knochen. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Was so eine kleine Übung macht.